Hallo zusammen, Herr Oberbürgermeister, Herr Landrat, alle sehen uns ja. Und Herr Riede, das finde ich ja toll, dass wieder mal, hallo? Bitte einfach weiter ein bisschen. Dass Sie wieder mal, zusammengekommen sind. Und ich möchte kurz erklären, wie wir jetzt vorgehen. Die Werkstatt 2, wo Herr Soldan ja wunderbar damals vor Ort präsentiert hat. Da ging es mehr um städtebauliche Herleitung und Nutzungskonzept. Und wir wollen eigentlich in dem Sinne auch weiterverfahren, dieser Art der diskursiven Verfahren, wo die Bürger beteiligt sind, wo die Politiker beteiligt sind und die Fachjury beteiligt ist, dass man da wirklich Kommunikation hat. Und ich finde das eigentlich hochinteressant. Und das war die Werkstatt 2 und jetzt gehen wir auf Werkstatt 3, der heutige Tag. Da wollen wir mehr über Räume, Atmosphären, Vernetzung der Außenräume, Konzept, die grüne Stadt. Das ist sehr wichtig heutzutage, wo immer wärmer wird und wir brauchen ja irgendwie ökologische Antwort darauf und Konzept Stadtklima. Ich glaube, das sind wichtige Themen, die auch teilweise eine Antwort haben müssen auf den Stadtraum, wie auch auf die öffentlichen Räume, die zwischen den wunderschönen Gebäudeteile, die wir teilweise entwickeln werden, eventuell, dass es da wirklich einen Zusammenhang hat von öffentlichen Räumen und tollen städtebaulichen Figuren, die zur Stadt Karlsruhe passen. Ich gebe jetzt wieder weiter und Herr Soldan führt Sie jetzt durch die neuen Vorstellungen über Werkstatt 3. Danke. Genau, also, ja. Heute geht es ja vor allem, also letztes Mal haben wir viel über Städtebau gesprochen und das Nutzungskonzept. Und diesen Termin wollen wir nutzen, um diese atmosphärischen Qualitäten rauszuarbeiten. Also wir gehen schon mehr in die Konkretisierung der Architektur. Und ich beginne jetzt mal allgemein, wie wir die Architektur herleiten. Eine ähnliche Darstellung wie letztes Mal, sozusagen die Schnittstelle zwischen Altstadt und Neustadt, die Altstadt als ganz dicht gewachsener, homogener Körper, den wir an dieser Stelle des Postcheckamts weiterbauen wollen. Also deshalb sehen wir an dieser Stelle eben einen eher muraleren, steinernen Körper. Also ich rede schon über die Architektur, architektonische Vision, wobei genau die Torhäuser sehen wir eher als, die haben eine besondere Rolle, dadurch, dass sie natürlich eine öffentliche Funktion haben und auch eine vermittelnde Funktion zwischen Altstadt und Neustadt und das Landratsamt, da könnten wir uns vorstellen, dass es doch einen sehr starken, innovativen Charakter bekommt, so als Grundherleitung erstmal zur Architektur. Und ich würde jetzt näher darauf eingehen, das Landratsamt könnten wir uns zum Beispiel vorstellen, wie so eine Skulptur aus Holz. Also, dass man wirklich diese Konstruktion aus Massivholzbauweise macht. Das funktioniert auch bei Hochhäusern. Da werden dann nur die Erschließungskerne aus Beton. Problem in Deutschland natürlich die Fassade. Die darf ja nicht brennbar sein. Das heißt, da würden wir vorschlagen, so eine ganz gläserne Membran zu machen, wo man dann das Holz hindurch sieht. Also ein doch kristallinen Körper. Jetzt zeige ich den Lageplan mit der Dachaufsicht, dieser polygonale Körper, da hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Und die Dachaufsicht, das Dach spielt für uns eine sehr wichtige Rolle, eingangs auch das Bild dieser hängenden Gärten. Also wirklich sehr lebendige Dachlandschaft mit intensiven Begrünungen und auch unterschiedlichen Ebenen des Grüns, sodass tatsächlich dieser Eindruck eines hängenden Gartens entsteht, die dann diese Garten von den unterschiedlichen Nutzungen, also Wohnen, Akademie und Büro genutzt werden kann. Das ist natürlich ein Körper, ein starkes Ensemble, was aber auch real teilbar ist. Da könnten wir nachher noch drauf eingehen. Es gibt natürlich Schnittstellen. Jetzt gehe ich nochmal in den Erdgeschossgrundriss. Da haben wir eigentlich zum letzten Mal nicht so viel verändert. Wir haben aber die Tiefgaragenrampe aus dem Gebäude herausgeholt in die Außenanlagen, sodass um das Gebäude herum eigentlich eine ganz freie, verkehrsfreie Zone entsteht. Im Inneren dann diese Welt aus Holz. Jetzt zeige ich exemplarisch einfach ein paar Bilder,
zum Beispiel die Atrium-Kantine, so könnten wir uns das vorstellen, eine ganz warme Stimmung innen und auch ein Begrünungskonzept, vielleicht sogar im Innenraum, also eine ganz durchgrünte Skulptur. Das wäre mal ein Blick jetzt, eine Visualisierung vom Bürgerforum oder Platze Akademie, haben wir es jetzt auch genannt, praktisch von dem Kolonnadengang aus. Also man sieht auf der rechten Seite angeschnitten eine Säule dieser Kolonnade. Übrigens der gleiche Standpunkt wie letztes Mal, nur jetzt sieht man, dass das Gebäude eine ganz andere Tiefe bekommt, einen ganz anderen Charakter durch dieses Holz und durch diese, also rundherum gibt es eine ganz starke Adressbildung, sodass es einen ganz offenen, transparenten Charakter bekommt, das Gebäude. Hier mal eine Ansicht bei Abend, da wird es natürlich noch verstärkt, dieses Prinzip dieses hölzernen Körpers, der von innen nach außen leuchtet. Ganz interessanter Effekt. Und als Pendant zum Landratsamt könnten wir uns eben hier im Areal Postcheckamt eine Skulptur aus Stein vorstellen, zumindest aus einem mineralischen Material, weil die Altstadt ist ja eigentlich komplett aus einem mineralischen Baustoff erstellt. Hier die Dachaufsicht der Kubatur. Verändert haben wir zum letzten Mal, dass wir zwei neue Höfe hinzugefügt haben. Das heißt, es gibt noch eine Verdichtung nach innen und auch ein neuer Komplexitätsgrad, was ganz interessant ist. Natürlich auch eine bessere Flächenausnutzung. Auch hier wollen wir das Thema des Dachgartens, dieser Ebene auf der Stadt thematisieren und auch wie beim Landratsamt so eine Art lebendigen Dachgarten machen für die unterschiedlichen Funktionen. Hier der Erdgeschossgrundriss, nach wie vor mit diesem großen, tiefen Einschnitt in der Fassade, damit diese lange Fassade rhythmisiert wird, aufgelockert wird und dass dieser Platz hier auch so ein Pendant hat zum Theaterplatz, auch mit einer visuellen Verbindung durch eine leichte Auflockerung der Allee. Also dieser Platz soll wie so ein Entree sein, wie so ein Verteiler für das Gebäude, der dann rundherum bespielt wird durch Gastronomie, so dass der Platz auch wirklich ein lebendiger Platz wird. Zur Architektur, wie gesagt, stellen wir uns eher etwas Muraleres vor, also eine Lochfassade, ein Relief mit einem interessanten Spiel von Licht und Schatten, vielleicht eine Natursteinfassade aus hellem Naturstein, jedenfalls im Dialog mit den Gebäuden, im Marktplatz oder im Schloss. Hier sieht man jetzt eine Visualisierung vom Theaterplatz, auch der gleiche Standpunkt wie letztes Mal mit dieser sehr spannungsvollen Kubatur, diese Silhouette. Die Architektur nimmt sich eher zurück, ist sehr ruhig, um dieses kulturalen Effekt auch zu betonen. Lediglich die Funktionen Wohnen, Arbeiten und Einkaufen sollen subtil ablesbar sein. Und man sieht jetzt hier auf der linken Seite schon angeschnitten das Torhaus, was wir stark begrünen wollen. Da komme ich jetzt dazu. Die Torhäuser haben ja für uns eine Sonderrolle hier und reihen sich in der Typologie eher ein den Gebäuden am Marktplatz, also die Kirche und Rathaus, die ja auch so Portale haben mit diesen runden Säulen. Und das Arkadenhaus in Karlsruhe hat ja sowieso eine sehr traditionelle Bedeutung. Deshalb haben wir die Architektur auch in die Richtung gestaltet. Also es gibt hier so eine umlaufende Fassadenstruktur, fast wie eine Pergola. Und einen inneren Körper mit den ganzen Funktionen. Und drumherum entstehen diese Umgänge und am Dach ebenso einen umlaufenden Dachgarten mit ganz spannenden Blickbezügen in die Stadt, auf dem Theaterplatz und natürlich kombiniert mit einer gastronomischen Nutzung auch sehr attraktiv. Hier im Erdgeschoss dreht sich das um zu einer Kolonnade, wo eben der Außenraum, der Innenraum fließende Übergänge bilden und auch die öffentlichen Funktionen der U-Bahn, also sprich diese Aufgänge, die Aufzüge integrieren in diese Kolonnaden, sodass der Ort auch noch zusätzlich belebt wird. Und dieser Pfeil soll verdeutlichen, dass es von der Fußgängerperspektive auch eine visuelle Verbindung gibt durch die offene Kolonnade hindurch,
Es war ja letztes Mal auch diskutiert worden, dieser visuelle Bezug zum Theaterplatz. Und so können wir uns die Fassade vorstellen, aus einem ganz hellen Architekturbeton, diese runden Säulen, die dann begrünt werden, berankt werden. Die Pflanzen wachsen von unten nach oben bis zum Dachgarten. Also im rechten Bild sieht man das, wie man sich das vorstellen kann, so dass wirklich wie so ein grüner Vorhang entsteht, fast wie ein Wasserfall, der dann im Sommer noch zusätzlich diese Verschattung bringt. Hier nochmal die Dachaufsicht mit den Bereichen, wo wir diese Begrünung uns vorstellen können, vor allem zur Südseite natürlich und Ost-West-Seiten. Das könnte ja wirklich ein sehr schönes Image für die Stadt geben, sozusagen das grüne Tor zur Stadt. So würde das dann in der Visualisierung aussehen mit diesen begrünten Fassaden. Das wäre der Blick jetzt nach Süden praktisch im Hintergrund dieser irgendein Berg. Trümmerberg, weiß ich gar nicht. Herr Riede, helfen Sie uns. Ich kenne ihn auch nicht. Sie sind doch von da. So bist doch von da. Das ist der Lauterberg. Man muss auch sagen, hier bei der Visualisierung. Der Lauterberg. Lauterberg. Ja, genau. Wir können auch untereinander kommunizieren. Das funktioniert ja sehr gut. Ja, herrlich. Jedenfalls ist es natürlich auch eine etwas visionäre Darstellung ohne Autoverkehr. Das könnte zum Beispiel am autofreien Sonntag sein. Der erste Schritt mit der Untertunnelung ist ja schon gemacht. Vielleicht wird es tatsächlich mal ein verkehrsberuhigter Bereich. Und so könnte das abends zum Beispiel aussehen. Dann leuchtet natürlich dieser innere Körper und man sieht dann die ganzen Wandelgänge der Bibliothek vielleicht, der Theater, Kino, Mehrzwecksäle, jedenfalls einer stark öffentlichen Nutzung, wo dann die Menschen hinter den Gängen sehen kann. Ja, und jetzt würde ich überleiten zu unserem Konzept mit der Vernetzung der Außenräume. Wir haben am Anfang vergessen, unseren Partner vorzustellen. Das ist Herr Kottlam von Hager und Partner, unser Landschaftsarchitekt, der jetzt gleich vorstellen wird. Hier sieht man noch einen Nolli-Plan, einfach als Überleitung. Da geht es darum, praktisch die Umkehrung von Figur und Grund. Jetzt geht es um die Außenräume, die natürlich auch sehr wichtig sind. Nicht nur die Kubaturen der Häuser, sondern was zwischen den Gebäuden funktioniert. Jetzt übergebe ich. Dann kann ich auch nochmal erstmal vielen Dank sagen und willkommen. Wir haben ja die Freiflächen in Bezug auf das, was Sie schon in Ihrer Stadt erarbeitet haben, an Konzepten mal betrachtet. Und da geht es natürlich auch um diese grünräumlichen Verbindungen, Abfolgen von Plätzen. Da haben Sie ja schon wunderbare Vorarbeit geleistet. Also man kann ja sagen, das neue Umfeld, und wir nennen es wirklich als tatsächliches Umfeld um die Torhäuser herum, braucht einen grünen Trittstein auf der einen Seite, also um die Grünvernetzung vom Zoologischen Garten zum Karlsplatz sicherzustellen. Auf der anderen Seite die Platzhätte, sage ich mal, die über den Schlossplatz, über den Festplatz und auch in die Innen- und Altstadt führt, kann unser neues Bindeglied mit den beiden neuen Plätzen natürlich sehr gut werden. Das ist natürlich etwas, was wie selbstverständlich funktioniert. Und das klimatische Thema in Ihrer Stadt, in Karlsruhe, ist ja auch ein ganz spezielles. Sie sind da ja federführend, würde ich fast sagen, und visionär unterwegs. Bedeutet auch, wir wollen eine Mischung auch für den Freiraum finden, der all diese Komponenten, Urbanität, gleichzeitig auch die Berücksichtigung mit Kaltluftproduzenten und sowas berücksichtigen. Und heißt soweit, dass man eine gute Mischtur oder Mixtur daraus finden muss. Das Verzahnungsthema Urbanität und Grün hier nochmal dargestellt. Kurze Worte zu dem Freiraumkonzept. Wie gesagt, der Städtebau geht von einem Übersprung von West nach Ost, also eben von dem Theater zum Landratsamt und umgekehrt aus. Und auch das soll sich in dem Freiraum widerspiegeln. Es werden wiedererkennbare Materialitäten definiert, es soll eine Zusammengehörigkeit definiert werden, die aber auch immer wieder mal in den vorhandenen Raum einstrahlt. Also dann hat schon gesagt, auch städtebauliche Figuren werden mit aufgegriffen, vorhandener Baumbestand natürlich logischerweise, alles was in Richtung Altstadt sich an linearen Grünräumlichkeiten ergeben, wie auch diese
Wasserflächen werden aufgegriffen, wie selbstverständlich aufgewertet. Und ist bereits erwähnt worden, das ganze Areal soll im Großen Möglichkeiten so weit wie autofrei und autoarm sein. Das bedeutet eben auch, dass die Organisation der Tiefgarage hier so funktioniert, sodass der Betrachter und Nutzer hier auf diesem ganzen Gebiet eine Zusammengehörigkeit zum einen hat, aber zum anderen eben auch die unterschiedlichen vielfältigen Angebote. Das Ganze kann man in dem Grundrissplan hier noch ein bisschen besser erkennen. Wir stellen uns teppichartige Belege vor, die, wie gesagt, über die beiden Seiten hinwegspringen. Und in diesen Teppichen integriert sind wie Intarsien, wie Bilder in einen Bilderrahmen eingelegt, die dem orthogonalen Prinzip des Städtebaus folgen. Und der organische Schleier der Bäume, auch aus dem Baumbestand, den wir dort vorfinden, weitgehend natürlich möglichst immer erhalten, soll dann eben so diese weiche Komponente darstellen. Auch das, was wir hier vorfinden an Baumbeständen, wird aufgegriffen, eingerahmt und neu konzipiert. Blickachsen beziehen sich und eben sehr viel Grün, sehr viel Vernetzung. Das Klima, das Herunterfahren von Spitzen, Hitzentagen ist natürlich wichtig über Verschattung und intelligente Wassernutzung. Wir zoomen jetzt in ein paar Bereiche mal hinein. Das heißt, hier jetzt vor dem Haus der Bildung, sage ich mal, zum Landratsamt, wäre das dieser Stempel. Rechts ein paar Images dazu. Es soll eine belebte Topografie werden. Es soll eine erkennbare, identitätsstiftende Anlage sein, die natürlich aber auch ökologische Aspekte aufgreift. Wenig Versiegelung, Aufenthaltsqualität unter einem schattigen Baumdach. Hier können intelligente Wassernutzungssysteme aufgegriffen werden. Wir können dort Niederschlagswasser sammeln. Es kann auch sichtbar werden, wenn man das möchte, kann unterirdisch definiert sein. Und in Kombination, wurde schon angesprochen, der intelligenten und auch Wasserhaltungs-Retentionsdachflächen oder sowas in der Art, können auch hier Angebote geschaffen sein, die zum Beispiel auch hier über Verdunstungsanlagen oder immer wieder Versickerungsthemen aufgegriffen sind, wie selbstverständlich auch diesen klimatischen Aspekt integrieren. Darf ich mal geschwind zurufen? Wir haben jetzt noch maximal 5 gemeinsame Minuten, wenn ihr euch das bitte einteilt. Okay, ich werde mich beeilen. Rückfragen gibt es ja dann auf jeden Fall noch. Ein Systemschnitt, der die belebte Topografie unter diesem organischen Baumdach darstellen soll, auch in Kombination mit den Fassadenbegrünungen. Hier die Visualisierung schon angesprochen, eben das Ganze, der Platz, der Freiraum lebt sehr stark von der Lebendigkeit aus den Gebäuden heraus. Die Dachlandschaften kann ich dann schon überspringen, ist letztendlich ganz klar auch dem Grünen und dem Retentionsbereich zugeordnet. Auch ökologische Nutzungen wie Imker, Bienen oder sowas können wir uns da sehr gut vorstellen. Die Verbindung jetzt hier runter, auch einfach, wie gesagt, wie eine Art Fußgängerzone. Nutzungsbäume vorstellen, die einfach über eine intelligente Zeitintervallschaltung in Hitzetagen mal das Wasser, was wir sammeln, einbringt und Abkühlung schafft. Das Gleiche jetzt rübergespiegelt beim Torgebäudehaus der Kultur. Wir würden uns wünschen, dass die nördliche Finterstraße hier eine Art Shared Space erfährt, wo eine Gleichberechtigkeit der verkehrlichen Belange aller Nutzer vorgefunden werden kann. Zum Projektbeispiel haben wir hier auch bei so einem Rathausplatz mal generiert. Das funktioniert sehr gut. Und der Theatervorplatz als solches mit einem großen respektvollen Abstand zu dem wunderschönen Gebäude. Hier eine multifunktionale, wie auch angedacht, Bespielungsmöglichkeit. Temporäre Wasserspiele, die auch Wassernutzungen aufnehmen kann. Und die Intarsie, die ich drüben angesprochen habe, die topografisch war, hat hier eine eher architektonische Topografie. Es ist eine geschrägte Platzfläche mit einer großen Wasserfläche davor. Auch das kann genutztes und verdunstetes Wasser sein. Das ist natürlich etwas übertrieben in der Tiefe. Wir wissen, dass da eine Tiefgarage drunter ist, aber es soll die Geste sein. Das Ganze hier auch in einem Systemschnitt zu sehen. Verdunstung, Vernebelung hier als ökologisches Thema. Und hier können verschiedene Attraktionen aufgebaut werden und unterschiedliche klein bis größere Veranstaltungen stattfinden. Das ist die Visualisierung nochmal schon zur Wiederholung. Wurde gesagt, einfach ein lebendiger Ort. So, das war's dann dazu. Das Postcheckamt lasse ich dann vielleicht erstmal außen vor. Grüner Raum mit etwas städtischeren Kontext des Platzes, damit wir noch genug Zeit haben. Sehr gut, herzlichen Dank. Seid ihr dann mit der Präsentation schon durch? Ja, das ist das Schlussbild.
Das ist das Schlussbild. Dadurch haben wir ja eine Punktlandung hingekriegt. Herzlichen Dank dafür. Wir waren ja beim letzten Mal der Meinung, es gäbe wohl für euch nicht mehr sehr viel zu tun, weil das schon so stark ausgearbeitet war. Ich habe aber eine ganz zentrale Frage. Was habt ihr denn aus dem Bestandslandratsamt gemacht? Diese Variante fehlt ja im Moment. Also das Konzept mit dem Landratsamt, das haben wir ja letztes Mal vorgestellt und haben gleichzeitig auch gesagt, dass wir das sozusagen jetzt nicht weiter vertiefen, sondern das Konzept besteht, aber jetzt nicht in die Visualisierung oder Detaillierung reingehen. Aber in okay. der Präsentation würden wir das schon nochmal aufnehmen, das Thema. Städtebaulich, wie gesagt, funktioniert es ähnlich, auch von den Platzgestaltungen, aber das würden wir in der Schlusspräsentation nochmal aufnehmen als Szenario natürlich. Das haben wir aber heute auch in der Kürze der Zeit in der Präsentation jetzt nicht nochmal aufgenommen. Wir wollen das hey, aber diese Variante steht also so, wie wir sie beim letzten Mal gesehen haben. Ja. Okay, prima. Weitere Frage. Ich habe Kobe gefragt, ob sie sich bewusst auf das Kerngrundstück konzentrieren. Ihr seid jetzt ja ganz bewusst übergesprungen auf den Hermann-Levy-Platz und auch auf das Areal des Postcheck-Amts. Wäre eine Beschränkung auf das Kerngrundstück sozusagen ein K.O.-Kriterium für die gewählte Gesamtkonzeption oder wie hängen diese drei unterschiedlichen Bereiche für Ihre Gruppe zusammen? Also grundsätzlich meinen wir, dass wenn man so an so eine wichtige Stelle bearbeiten muss, muss man das ein bisschen globaler sehen, bezogen auf Karlsruhe, bezogen auf diesen Ort. Und wir meinen, dass wir die drei Themen eigentlich, das haben wir, das Postcheckamt, der Landesratamt und die anderen Sachen, wir müssen das alles zusammen entwickeln und wir können das eine ein bisschen zurücknehmen, aber es hängt immer von einer Gesamtidee, hängt das zusammen. Aber ich denke mir, das ist auch das Interessante am Städtebau, in so diskursiven Verfahren können wir immer auch wieder auf kritische Momente eingehen und wieder die aufnehmen und weiterentwickeln. So sehen wir das als Form der Diskussion, diskursiven Verfahren. Okay, ist verstanden. Herzlichen Dank, Max. Ich würde Roman Delugan nachher gerne bitten, in dem Themenblock der Fachleute uns ganz kurz seine Meinung aus Sicht des Theaterarchitekten zu dem Thema auch noch zu geben. Kommt jetzt aber zunächst einmal Professor Dreiseitel mit den stadtklimatischen Aspekten, wie wir das vorher bei Grube auch gemacht haben. Herr Dreiseitel, sind Sie bereit? Ja, okay, gerne. Ja, das ist natürlich aus der Sicht meiner Disziplin sozusagen, die Tore sind weit offen. Es ist ein sehr interessanter Ansatz, vom Atmosphärischen auszugehen, aber auch von dem Thema Stadtklima auszugehen. Sehr, sehr viele Elemente, die heute moderne Landschaftsarchitektur angehen und auch Stadtraum sehen, nicht nur als Gebäudeinhalt, sondern auch das, was zwischen den Gebäuden passiert, sind hier sehr, sehr intensiv dargestellt und auch genannt worden und auch die Potenziale sind sehr, sehr gut dargestellt. Also ich würde mal sagen, so die Palette moderner Landschaftsarchitektur, wie man sie heute eigentlich angeht für den Städtebau, sind hier sehr, sehr gut genannt. Ich habe trotzdem einige Punkte, die ich ein bisschen auch kritisieren möchte. Vielleicht vorweg noch ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind, die jetzt in diesem Entwurf als Potenzial da sind. Es wurde ja sehr stark auch davon gesprochen, von der Durchlässigkeit der Gebäude. Also ich spreche jetzt zum Beispiel von der Holzstruktur des Gebäudes und vor allem von den Fassaden, die begrünt sein können. Das ist ein Thema, was natürlich auch zu dem Thema, zu der ganzen Frage Klima, Lichtverhältnisse,
viel stärkere Trockenheit, die wir haben, viel stärkere Extreme, die wir haben durch die Klimaveränderung, eigentlich eine sehr, sehr gute Antwort sind auf das Thema Climate Mitigation, Climate Adaptation. Was in vielen Städten bereits versucht wird und experimentiert wird, ich nehme jetzt Kopenhagen oder ich nehme Singapur, wo man versucht, die Gebäude, die Fassaden eher als nicht eine Abschottung zu sehen, sondern eher als eine Membran, die Durchlässigkeit und einen Atmungsprozess zulässt. Ich glaube, das Potenzial ist in diesem Entwurf sehr stark dargestellt und ist auch deutlich zu sehen. Es gibt auch, glaube ich, gute Beispiele, wenn man auf die Stadträumlichkeit angeht. Ich finde es richtig, über den Tellerrand zu schauen und zu sagen, okay, wie ist der Gesamtstadtraum? Was vielleicht noch wichtig wäre, hier zu schauen, was sind die Hauptwindrichtungen? Wo ist die Sonneneinstrahlung? Wo sind Fassaden, die sich aufwärmen? Das könnte man noch sehr stark optimieren und noch weiterentwickeln. Ich habe aber auch ein paar Punkte, die ich noch mal ein bisschen anmerken möchte, jetzt gerade auch im Vergleich zum Entwurf von Kobe, die jetzt nicht unbedingt besser sind in diesem Entwurf. Also auch in dem Entwurf Kobe könnte man diese ganzen Elemente natürlich einfordern und auch hereinbringen. Die sind sehr, sehr vorbildlich und sehr, sehr gut ausgearbeitet hier. Aber es gibt einige Schwachpunkte. Ich möchte mal ein paar nennen. Und zwar, wenn man die Räumlichkeit anschaut von den Freiräumen, dann ist für mich doch, sage ich mal, in dem Entwurf, den ich vorher gesehen hatte, also von Kobe, sind wirkliche sozusagen Grünräume, die wie eine Umfriedung oder einen Raum haben, der für sich eine Art Selbstständigkeit hat. Hier sind die Räume oft die, wenn ich es mal ganz böse sage, ein bisschen die Beiprodukte oder die Abfallprodukte der Gebäudekörper. Also die Gefahr ist hier, dass Straßenzüge dann einfach als Grünraum gesehen werden, auch dann als autofreien Raum, was natürlich gut ist, dass aber doch die Gebäude sehr stark sozusagen den Restraum bilden. Und es gibt zwei Bereiche, wo eine Selbstständigkeit ist in den Plätzen, also jetzt in unserem Areal. Ansonsten ist die Hausfassade sehr stark dominierend und der Grünraum, der sehr gut zeichnerisch dargestellt ist, grafisch sehr gut dargestellt ist, hat aber keine Selbstständigkeit. Das würde ich ein bisschen sozusagen anregen, ob man da noch mal ein bisschen was ausarbeitet, dass man sozusagen im Stadtraum einen Rhythmus schafft, der mehr Selbstständigkeit im Freiraum bringt. Also vielleicht nochmal zusammenzufassen, viele Elemente sind super gut bei euch dargestellt. Die Themen Retention, Regenwassermanagement, Verdunstung, Filterung, Zwischenspeicherung, Regenwasserrecycling oder Nutzung, Dachbegrünung, die Stadt als erlebbaren Raum zu sehen, der auf verschiedenen Ebenen stattfinden kann, die stadträumliche Nutzung als grünes Wohnzimmer, dass viele sozusagen den öffentlichen Raum als ganz aktiven Wohnraum schafft. Ich glaube, das ist alles super gut dargestellt, ist auch glaubhaft dargestellt, ist auch wirklich sozusagen, nehme ich euch absolut ab, aber die Grünzüge selber haben meiner Ansicht nach oft sozusagen könnten noch mehr Selbstständigkeit bekommen und das könnte man noch ein bisschen mehr ausarbeiten. Okay, das ist soweit vielleicht mal als Zusammenfassung. Ich könnte was dazu sagen. Sag mal. Kann ich was dazu sagen? Sehr gut. Herr Preis, ja, klar. Ich was sagen. Ja, bitte sehr. Max Dudler. Es ist natürlich sehr, sehr interessant, dass man jetzt teilweise fordert, dass man Grünräume entwickelt, wo eigentlich zum Thema Stadtraum eigentlich viel zu sagen wäre. Also als Antwort auf den Herrn, der vorher gesprochen hat, weil wir glauben halt, ein Straßenprofil ist eine Straße, ein Platz ist ein Platz. Und wir haben ja angeboten in unserer großen Stadtfigur, wo der Landrat drin ist, dass wir ein großer Innenhof ist. Innenhof, wo auch begrünt ist. Das hat auch eine hohe Qualität. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man bei unserem Konzept diese stadträumliche Konzeption bezogen auf das Weiterbauen der Stadt, der räumlichen Situation der Stadt eigentlich viel
interessanter ist, dass man wirklich aus einem Straßenraum wieder einen Straßenraum macht, aus einem Platz wieder einen Platz, aus einem Innenhof wieder einen Innenhof. Und das spielt alles zusammen für ein Stück neue Stadt in Karlsruhe. Lassen wir das. Ein bisschen gegen den Vorentwurf von Grobe, wo so ein Stück, gerade an der Stelle, wo Sie meinen, das wäre ein gefasster Platz für das Grün. Da bin ich völlig anderer Meinung, weil da auf der einen Seite gibt es eigentlich eine Anforderung, dass man da wirklich einen Straßenraum draus macht. Aber das wollte ich nur sagen. Prima, herzlichen Dank. Lassen wir das gerade mal so stehen. Dieses Thema Stadtklima hat ja beim letzten Mal eine große Rolle gespielt, wie wir die Aufheizung eben gerade im Rheintal und in Karlsruhe minimieren können. Und es sind ja von euch da multiple Vorschläge gemacht. Und wir haben gehört, was Herr Dreiseitel dazu gesagt hat. Die Diskussion ist jetzt offen für das Fachpublikum. Und ich frage mal Frau Gruber. Ich habe vorher, ich weiß nicht, war das Frau Ort schon winken sehen? Was liegen für Wortmeldungen vor? Ich habe die Frau Ort auf der Liste. Okay, genau. Frau Ort zunächst, bitte. Ja gut, danke schön. Dann, also ich denke, das ist ja ein sehr interessanter Ansatz natürlich, dass diese Kombination, den Platz Landratsamt und Hermann-Levy-Platz zu verbinden. Es stellen sich natürlich auch viele Fragen, nämlich die Frage auch, wie wir dann eigentlich, wie der Platz von der Größe her noch bespielbar ist für die Themen, die da angesiedelt werden können. Das Thema die Tiefgarage, es gibt da einige Themen, die eigentlich, wo ich gerne nochmal einen Fokus drauflegen würde und eine Frage stelle, wie man sich vorstellt, dass diese Ideen, die auf dem Theaterplatz stattfinden sollen, dann ja letztendlich realisiert werden und wie man sich mit der Tiefgarage da letztendlich vereinigt. Das wäre meine Frage. Wollt ihr vom Büro Dudler aus dazu direkt was antworten? Wir wollen das eigentlich nicht vertiefen. Das ist einfach ein Angebot, wo eine Möglichkeit aufzeigt, wie man mit solchen Räumen umgeht. Also mir wäre es interessant, dass wir über die Architektur und über die Stadträume noch reden, ob das eigentlich in die richtige Richtung geht. Weil wir glauben, dass wir zu den Hochpunkten, dass wir da sehr interessante Angebote gemacht haben, Planungsangebote. Und uns ist viel interessanter, dass wir über das reden, über kritisch reden und vielleicht auch bezogen auf die Außenräume da. Aber als allererstes finde ich das Landratsamt, das Wichtigste finde ich, dass das wirklich ein zukunftsorientiertes, hohes Haus ist, als Stadtfigur zusammen mit unterschiedlichen Funktionen. Und das finde ich auch interessant, dass man heutzutage die Städte wieder versucht mit so großen Skulpturen, dass man unterschiedliche Funktionen an einen Ort bringt. Und das bringt eine große Identität für eine Stadtentwicklung. Und das ist eigentlich das Interessante, was wir eigentlich am Ettlinger Tor machen wollen, dass wir ein Stück Stadt bauen mit sehr unterschiedlichen Funktionen. Und das große Rückgrat ist natürlich das Landratsamt mit dem Hochpunkt und auf der anderen Seite mit dem Stadtplatz und auch mit dem Hochpunkt. Und ich denke mir, das sind so zwei wichtige Teile, die dieses Ettlinger Tor bestimmen. Und das ist eigentlich, finde ich, das Interessanteste, dass man vielleicht über das reden müsste und nicht, weil das, was wir an Grün anbieten, an Ökologie, an Plätzen, was auf den Plätzen stattfindet, das ist ein Angebot, wo wir gemacht haben. Aber ich glaube, das wird sich auch noch viel ändern daran, weil es ja noch Wettbewerbe gibt. Und ich denke mir, aber trotzdem, das ist die räumliche Situation für diesen Ort. Ich glaube, eins der wichtigsten Sachen ist, wie wir auf unterschiedliche Momente der Stadtplanung, der Stadtentwicklung reagiert haben. Ich will nur kurz ergänzen, es ist genau das, was Herr Dudler sagt. Es ist eine Option,
diese Qualitäten, die der Städtebau hergibt, eben in den Freiraum umzusetzen. Und es ist wie ein Test zu sehen, es gibt das Potenzial, es ist wunderbar, das Potenzial. Und im Detail, die Tiefgarage ist in meinen Augen kein Problem. Das ist eine Prinzipfrage, das ist eine Detailfrage dann. Aber diese Räumlichkeiten grundsätzlich funktionieren mit diesem schönen Städtebau sehr gut, was den Freiraum betrifft. Ja, also ich denke, wir sind zunächst einmal ausgesprochen froh, dass wir jetzt so unterschiedliche Positionen haben. Und ich finde den Gedanken, den ihr einbringt mit diesen beiden Torhäusern, die ja das Thema des Ettlinger Tores in einer nachvollziehbaren Weise widerspiegeln, das ist ein ganz wertvoller Beitrag, eben auch mit der Konsequenz, dass es überspringt auf die andere Straßenseite. Weitere Wortmeldungen bitte. Ich habe Herrn Bürgermeister Flurer als Nächsten auf der Liste. Prima. Daniel Flurer, bitte. Ja, herzlichen Dank. Sie haben ja einen sehr spannenden Ansatz und verwöhnen uns natürlich auch mit viel Poesie und Visualisierung. Aber ich würde auch noch mal gerne zurückkommen auf den Städtebau, also auf die ganz grobkörnige Figur, und zwar vor allem beim Postcheck-Areal. Also spannend ist ja diese zwei hohe Silhouetten, die Sie schaffen, mit der gleichen Abstand, so in der Symmetrie, wenn man vom Schlossturm dann schaut. Aber ich finde und würde Sie einfach bitten, dieses Postcheck-Areal in der Figur nochmal zu überarbeiten und zumindest zu durchdenken. Weil im Moment geht es mir so, dass Sie eine Tasche ausbilden im Stadtraum, diesen Hochpunkt dahinstellen. Und der signalisiert eigentlich, das ist das interessante Entree, sage ich mal, zum Marktplatz, zum Rondellplatz. Faktisch ist es aber ein gefangener Raum. Also da müsste man schon mal nachfeilen, kriegt man nicht diesen Platzraum, den man im Norden da aufspannt, nicht auch verbunden mit dem Straßenraum, dass man nicht einen Hochpunkt dort setzt, wo er eigentlich einen Eingang signalisiert, wo faktisch kein Eingang ist. Das wäre meine Bitte. Sag so was dazu. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also wir werden... Ihr müsst nicht zu jeder Einlassung etwas sagen. Ihr könnt die auch einfach mal so sacken lassen. Wir wollen alles gelöst haben. Ja, sehr gut, sehr gut. Nee, aber wir haben es verstanden, was der Herr Bürgermeister gesagt hat. Okay, prima. Weitere Wortmeldungen? Wir haben Herrn Neppel. Frau Gruber. Markus Neppel, bitte. Ja, hallo. Sind Bilder von Karlsruhe, die fast zu schön sind, um wahr zu sein. Das so als Einleitung. Ich finde die Setzung eigentlich nachvollziehbar. Ich würde gerne noch mal über die Nutzung der beiden Torhäuser sprechen, weil ich finde, das sind im Moment, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das ja auch öffentliche Gebäude mit einer kulturellen Nutzung. Und ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, weil wir haben am Festplatz gerade doch ein größeres Problem, weil da sind eine ganze Reihe von fast Leerständen. Eigentlich sind die ganzen Gebäude um den Festplatz herum gerade natürlich auch durch die Sanierung nicht wirklich klar, wie es damit in Zukunft weitergehen will. Und Karlsruhe will sich jetzt dann darüber hinaus eigentlich an dieser Stelle noch zwei Gebäude mit so einer Nutzung gönnen. Ich finde das einfach nicht schlüssig und ich kann mir das auch wirklich in näherer Zukunft überhaupt nicht vorstellen. Und ich würde eigentlich versuchen, doch nochmal euch zu bitten, tatsächlich diese Nutzung zu thematisieren, weil ich finde einfach die architektonisch und städtebaulich hat das schon seinen Reiz. Ich finde aber die Konkurrenz eigentlich dann auch zum Festplatz in Karlsruhe, auch in der Stadtgesellschaft nicht vorstellbar. Ich möchte was dazu sagen. Ich verstehe, was Sie meinen. Es gibt sicher auch viele Räumlichkeiten in Karlsruhe, wo man auch öffentlich nutzen kann. Unsere Erfahrung haben wir jetzt immer gemacht in letzter Zeit, wenn man so über größere städtebauliche Sachen nachdenkt, dass wir immer wieder Orte finden, wo heutzutage brauchen wir wieder Orte, wo man sich treffen kann, wo man sich irgendwie kommunizieren kann, wo die Leute auch sich dahin begeben, um mal was zu erleben zusammen. Weil wir bauen, glaube ich, die 12. oder 13. Bibliothek momentan in ganz Europa. Und keiner hätte gedacht, vor über 20 Jahren, durch die Digitalisierung braucht man keine Bibliotheken mehr. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir brauchen Bibliotheken, dass die Leute sich treffen können. Ich kann mir vorstellen, dass da wirklich eine digitale Bibliothek vielleicht entsteht.
als allererste in Europa. Das wäre für Karlsruhe das Ding, eine digitale Sache, wo sich die Leute treffen können. Und in der anderen Würfel würde man auch noch eine Funktion finden und einen Inhalt finden, wo interessant wäre für die Stadt, für die Öffentlichkeit. Und ich denke mir, das schreit dazu, dass man da so ein Tor macht, ein grünes Tor macht, wie Herr Solidan das gesagt hat. Und ich denke mir, wir müssen halt da, das sind Visionen, wenn man von Visionen sprechen darf, wo eigentlich eine Stadt auch wieder sich neu definieren kann. Das war's. Ja, vielen Dank. Darf ich mal andersrum fragen? Ihr würdet die Setzung ja wahrscheinlich nicht verändern mit den beiden Torhäusern, wenn es keine kulturelle Nutzung wäre, oder steht das da in Frage? Nee, wir könnten auch Wohnungsbau machen, Luxuswohnungen dahin bauen oder sowas. Okay, Markus, möchtest du noch ergänzen? Die Volumen waren viel wichtiger. Ich glaube, das sehr wichtig ist. Darf ich nicht mehr reden? Nein, du bist jetzt fertig, jetzt kommt der Markus Neppel. Nein, sorry, kurz, wirklich nochmal der kurze Nachsatz dazu, weil ich finde, ich gehe jedes Wort mit, was Sie gerade gesagt haben. Ich glaube aber, wir dürfen wirklich den Festplatz mit seinen Nutzungen dahinter nicht vergessen. Weil das wäre fatal, wenn wir vorne jetzt sehr attraktiv sind, sehr viel Leben haben und alles, was Sie gerade gesagt haben und eigentlich ein bisschen den Kontakt Richtung Festplatz und weil wir haben dort große öffentliche Gebäude, die alle so ein bisschen im Schlaf sind. Ja, und ich kann mir nur vorstellen, dass man das jetzt positiv sagt und sagt, wir wollen eigentlich die Verbindung schaffen und nicht jetzt vorne so viel Wert auf die Torhäuser legen, dass dahinter einfach ein Problem entsteht. Und ich glaube, das muss man schon ernst nehmen. Bei allen anderen Sachen bin ich bei Ihnen. Vielen Dank. Prima, herzlichen Dank. Frau Gruber, who is next? Im Moment habe ich noch keine weitere Wortmeldung. Darf ich noch was sagen? Ich würde gerne Max Debrug dran nehmen, den ich eingeblendet sehe, denn ich habe ihm ja eine Frage gestellt, wie er zu dem Übersprung sich stellt. Hallo Roman, grüß dich Gott. Grüß dich Wolfgang. Hörst du mich? Ich höre dich gut. Ja, sehr gut. Ja, meine Lieben, danke, dass ich heute dabei sein darf. Es ist heute auch das erste Mal, dass ich auch über dieses Verfahren erfahren habe. Ich fand jetzt beide Beiträge spannend, sehr spannend. Sind zum Teil auch ähnliche Ansätze. Habe mich deshalb noch etwas zurückgehalten. Es gibt ja noch zwei weitere Architekten und zwei über diese städtebauliche Konzeption. Nichtsdestotrotz finde ich grundsätzlich, glaube ich, müsste man bei den beiden Beiträgen mehr den Boulevard und das Grün, die Landschaftsarchitektur, viel mehr im Fokus stellen. Also eigentlich mehr im Vordergrund als die Architektur. Das ist momentan meine Meinung, weil, wie man schon erfahren kann, dass der Boulevard für sich behandelt wird, dann die Plätze, die sich jetzt durch die Architektur ergeben oder Freiräume, eigentlich fast nur Restfreiräume sind und dass der ganze Boulevard, dieser ganze große Bereich nicht zusammengefasst wird. Ich habe da gerade eine Skizze schnell gemacht. Ich weiß nicht, hoffentlich kann man das sehen. Man darf das nicht den Städtebau additiv sehen, sondern man muss, und da bin ich bei Max Dudler, über den Tellerrand hinaussehen. Und umso mehr finde ich jetzt wichtig, da wir die Architekten vom Neuen Staatstheater sind, den gesamten Raum zu sehen. Und grundsätzlich bin ich bei euch, eine Perlenkette zu etablieren, Punkthäuser, die sich aber nicht trennen vom Boulevard und Plätzen, sondern einen großen, also eine Flaniermeile ergibt, die Flaniermeile ist mehr geprägt natürlich, so denke ich, über Natur, Baum, Landschaft. Und wo ich nicht bei Max Dudler bin, diese Symmetrie, dass wir am Ettlinger Torplatz wieder eine Symmetrie aufbauen, da bin ich nicht ein Klassizist, sondern eher ein Mensch aus der Renaissance
und würde da eigentlich mir auch inhaltlich andere Nutzungen vorstellen. Wir haben das Problem natürlich der Tiefgarage. Ich finde die Problematik landschaftsarchitektonisch, den Brunnen, sehr problematisch. Wir haben hier ein Freilufttheater. Das erscheint fast wie eine Rückseite und ich glaube, da muss man einfach weiterarbeiten. Wie gesagt, das ist der erste Einstieg. Ich möchte natürlich noch die anderen beiden Beiträge sehen, damit ich dann wirklich auch ein Bild über, ja, das Gesamte möchte ich nochmal erfahren. Super, herzlichen Dank für dieses erste Statement. Wir schließen dann die Gruppe der Fachbeiträge ab und gehen jetzt in die Politik und zu den Gästen. Und ich sehe, es gibt hier schon Wortmeldungen. Frau Gruber, wenn Sie es bitte zuweisen würden. Genau, der erste auf der Liste ist Herr Roth. Herr Roth, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Der Kreistag hat ja beschlossen, das bisherige Gebäude abzubrechen und einen Neubau zu errichten. Wir wollen allerdings verhindern und vermeiden, dass wir mehrfach mit der ganzen Belegschaft umziehen müssen. So war ja dann die Idee, zunächst einen Neubau zu erschaffen und erst dann an den Abbruch zu denken. Ich habe das jetzt nicht aus dem Vortrag entnehmen können, wie man sich das vorstellt. Könnte Sie das vielleicht nochmal erläutern? Also zuerst Neubau, dann Abbruch. Wie wäre das bei Ihrer Konzeption darstellbar? Herr Seudan, bitte. Also genau das Thema hatten wir in der letzten Werkstatt eigentlich erläutert, wie das funktioniert, diese zwei Bauabschnitte. Da müsste ich die letzte Präsentation rausholen, aber im Prinzip kann man es auch kurz erklären. Das neue Hochhaus ist ja nicht an der gleichen Stelle platziert, sondern etwas östlicher. Und damit besteht die Möglichkeit, dass man zuerst das neue Hochhaus baut und dann im zweiten Schritt das alte abbricht. Also da könnten Sie gerne nochmal unsere alte Präsentation angucken. Das ist genau erläutert eigentlich. Also das würde funktionieren im Sinne dessen, was der Kreistag beschlossen hat. Nächste okay. Wortmeldung bitte. Das ist Herr Bistritz. Herr Bistritz, bitte. So, Herr Riele, also ich möchte natürlich einmal sagen, dass im Sinne des Kreistages, also des Beschlusses und der Arbeitsgruppe, die wir haben, dieser Entwurf vom Herrn Dudler sehr konkret ist für uns. Er ist nicht irgendwo und irgendwann, wir können uns da ganz konkret wiederfinden. Und ich glaube auch mit der vorgeschlagenen Architektur, dass wir da sehr gut die Identität des Landkreises darstellen können. Ich meine, wir sind ja auch der Grüngürtel um Karlsruhe herum, das Naherholungsgebiet. Und mit den vorgeschlagenen Materialien, Glas, Holz, Grün, können wir das auch ein bisschen darstellen. Also das ist für uns, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Ich möchte mal die Frage stellen noch, das war auch ein Thema bei uns, bezüglich der Erreichbarkeit. Es gibt ja in Bruxelles die Firma Volocopter, das ist ein Drohnenhersteller. Wir sind sehr darauf angewiesen, dass wir im Landkreis da eine direkte Verkehrsanbindung haben. Wäre es zum Beispiel auch möglich, auf diesen Dächern einen Drohnenlandeplatz zu machen? Das ist natürlich eine sehr konkrete Frage. Und wir haben ja vorher gehört, dass die Begrünung der Dächer ein wesentlicher Teil ist, aber so groß sind die Drohnen ja nicht. Herr Seudan, Max, wollt ihr dazu was sagen? Ich habe nicht ganz verstanden, ob ein Helikopterlandeplatz zu bauen wäre oder was? Drohne. Ja, es gibt ja eine neue Form von Fluggeräten, die sogenannten Drohnen. Und es ist eine. Für Helikopter, nicht für Drohnen. Die werden ja bei uns im Landkreis gebaut, muss man sagen. Die werden ja bei uns im Landkreis Piloten. Können Sie da landen mit Drohnen, wenn Sie ein guter Flieger sind. Also ich war mal guter Flieger. Ich weiß, was es bedeutet, eine Drohne zu fliegen. Okay. Also, Antwort positiv. Ja. Sie weitere Themen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann frage ich Frau Gruber. Gibt es weitere Wortmeldungen? Im Moment liegt mir keine weitere Wortmeldung vor. Jetzt wäre noch die Gelegenheit. Es gibt hier eine Meldung. Genau, Herr Heuem. Herr Heuem, bitte. Ja, danke sehr. Das ist nur eine politische Bemerkung, das war schon gesagt, dass dieses ist eine spannende Vision, absolut. Aber wir als Politiker, und das spreche ich jetzt als Stadtrat, wir müssen klar die Staatstheater und die Stadtentwicklung dort mitdenken, egal was man von diesem Büro jetzt sagt.
Und die Bemerkung zum Festplatz war absolut richtig. Das hat eine hohe Priorität in die Stadtpolitik, etwas mit unserem Festplatz zu machen. Und zurzeit ist es richtig, wegen die Stadthalle besonders, aber dass man die Festplatz nicht benutzen. Ich wollte nur diese eine politische Bemerkung geben, dass es ist wunderbar mit dieser Vision. Ich bin wirklich dankbar, echt, und ich bin der Bürgermeister dankbar, dass wir diese vier verschiedenen Möglichkeiten haben, die ganze Entwicklung hier neu zu denken. Aber wir als Politiker müssen das in Zusammenhang mit Festplatz und mit Hermann-Lewy-Platz und die Staatstheater sehen, auch weil wir politisch immer gesagt haben, die neue Staatstheater, und ich freue mich, dass der Architekt dort ist, der neue Staatstheater ist nicht nur ein Staatstheater. Wir wollen nicht mehr als 300 Millionen Euro für eine Staatstheater benutzen. Wir wollen das für eine Stadtentwicklung. Und deshalb muss also diese Stadtentwicklungen im Plural zusammengehen. Also es war eine politische Bemerkung, aber ich bin sehr beeindruckt, muss ich sagen, generell. Ich war leider gerade rausgeflogen. Wer spricht gerade? Herr Heuem? Ja, aber ich habe eigentlich gesprochen. Ich habe gedacht, dass man gehört, aber ich kann es gerne wiederholen. Ja, wenn es die anderen gehört haben, ist es okay. Aber vielleicht in ganz kurzen Sätzen noch geschwind, was war der Inhalt Ihrer Botschaft? Der Inhalt war ganz einfach, dass ich bin beeindruckt. Es ist wunderbar, Herr Flura hat eine große Idee hier gehabt, Visionen für uns zu präsentieren, für vier verschiedene. Aber als Politiker müssen wir auch sagen, wir müssen das in einen politischen Zusammenhang sehen. Und Zusammenhang bedeutet die Staatstheater, Hermann-Lewy-Platz, und das bedeutet auch die zurzeit, aber ich unterstreiche zurzeit, traurige Festplatz, aber das wird ein guter Platz. Weil wenn wir die Bürgern gegenüber, die Steuerbezahler gegenüber gesagt haben, wir werden mehr als 300 Millionen Euro für die Staatstheater benutzen, dann haben wir nicht nur mit Staatstheater argumentiert, aber auch dieses ist eine Stadtentwicklung. Wir mussten also deshalb, und das war die politische, die Festplatz, die Theater, die Hermann-Lewy-Platz, alles das als eine gemeinsame Stadtentwicklungsplan, und dann nur dieser eine Satz. Herrn Flura hat recht, finde ich, dass das ist kein Eingang Ettlinger Tor, das ist eigentlich die Eingang zum Stadt kommt südlicher und nicht hier. Aber Punkt, es ist nicht negativ, das war wirklich spannende Vision, was wir jetzt präsentiert bekommen haben. Ja, herzlichen Dank, Herr Heuem. Ich sehe das genauso. Jeder Impuls an diesen unterschiedlichen Stellen ist, glaube ich, ein weiterer Baustein, um die Belebung der Innenstadt voranzubringen. Und ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, wir haben eine Wortmeldung von Frau Friedenhagen. Frau Friedenhagen, bitte. Ja, also mir gefällt der Entwurf sehr gut. Mir gefällt auch gut, dass die Fläche gegenüber vom Staatstheater mitgedacht wird. Ich sehe das als Stärke, die leider halt auch gleichzeitig die Schwäche ist, weil man es einfach nicht absehen kann, ob das realisiert werden kann. Die Öffnung mit diesem neuen Platz auch beim ehemaligen Postgiroamt dann finde ich prinzipiell gut, auch wenn man weiß, dahinter geht es im Prinzip nicht weiter Richtung Marktplatz, weil es einfach versetzt ist. Schwierig finde ich trotz allem das zweite Torhäuschen, dass man diesen Platz vom Staatstheater schließt. Ich finde tatsächlich auch die Grünflächen ein bisschen, also zwar ist der Baumbestand erhalten, aber diese kleinen Flecken vielleicht doch ein bisschen wenig, aber das wurde ja auch schon gesagt. Die große Frage ist für mich, diese Glasfassade, die da geplant ist, wie das mit der Verdunklungsmöglichkeit ist oder auch mit der Beschattung, weil das wird sich aufheizen. Ich kann mir das einfach gerade schwer vorstellen. Es ist optisch schön, aber eine komplette Glasfassade finde ich persönlich schwierig, beziehungsweise würde mir gern wünschen, dass man da auch darstellt, was für Möglichkeiten gibt es da, um ein Aufheizen der Räume innen zu vermeiden. Gut finde ich auch, dass die Brauchwassernutzung, alles mitgedacht, sehr erfreulich, auch der Baumbestand erhalten, super. Ich sehe auch das Problem nicht zur Konkurrenz mit dem Festplatz. Das wird einfach sehr von der Nutzung abhängen, was vorne am Eck für eine Nutzung angeboten wird in dem einen oder den beiden Torhäuschen. Ich denke, das ist eigentlich eher eine Chance, um da einen Weg zum Festplatz zu bahnen für Publikum. Genau. Also ich denke, das ist einfach sehr nutzungsabhängig.
Sonst kann das der Festplatz hat eine andere Nutzung für Messen, für Veranstaltungen. Das ist doch noch mal ein bisschen anders. Ich wohne direkt dort und ich sehe, dass natürlich kommt da mehr, wenn es fertig ist mit der Sanierung. Aber ich glaube nicht, dass diese Tourhäuschen da eine Konkurrenz darstellen müssen. Wenn der Restaurants und Gastronomie ist es eher ein Kettenglied auf dem Weg dahin, fände ich eigentlich eher wünschenswert. Ja, das war's. Ja, herzlichen Dank. Sie hatten eine konkrete Frage zum sommerlichen Wärmeschutz der Fassade des Landratsamts. Wollt ihr da was sagen, Herr Seudan? Also zur Glasfassade, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man das mit dem Sonnenschutz lösen kann. Also wir haben auch da schon unterschiedliche Sachen gemacht. Es muss einen außenliegenden Sonnenschutz geben, ganz klar. Ohne Sonnenschutz funktioniert so ein Glashaus nie. Da gibt es mehrschalige Systeme, wo dann der Sonnenschutz hinter einer Scheibe läuft. Im Hochhausbereich ja auch immer das Thema, dass man Wind hat und gleichzeitig Sonne. Das heißt, da muss dann auch noch windgeschützt sein, der Sonnenschutz. Aber da gehen wir jetzt schon sehr ins Detail der Konstruktion und das könnte man vielleicht im nächsten Schritt machen. Wir arbeiten viel mit passiver Sonnenschutz, dass wir zum Beispiel die Horizontalen ein bisschen so als Sonnensegel machen, dass man die so rauszieht. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man mit dem umgehen. Aber ihr habt das jedenfalls im Auge. Ich denke, wir sollten das jetzt nicht. Frau Freudenheim, sicher wichtig, dass das selbstverständlich Berücksichtigung fehlt. Ich wollte nur anklingen lassen, es muss eben bei hohen Häusern. Ja, Max. Zum Vorredner wollte ich noch was sagen. Wir denken natürlich noch an die Renaissance permanent. Wir kommen von der Renaissance über die Moderne und wir sind keine Klassizisten. Das wollte ich noch klar sagen. Also sehr schön. Wir finden schon den Klassizismus an den richtigen Stellen, ist auch in Ordnung. Aber wir sind eher für die Renaissance. Also können Sie beruhigt sein, dass wir wirklich von der Renaissance herkommen über die Moderne, über die Frühmoderne, wo man also, wollte ich noch einen kleinen Vortrag halten. Okay, das war die Replik für Roman Dedukan. Ja, Frau Gruber, wenn wir keine Wortmeldungen mehr haben. Ich habe noch eine Wortmeldung vom Büro Unmüßig. In dem Beitrag zuvor kam zum Ausdruck, dass das vielleicht, Herr Professor Dudler, so nur la pour la ist und dass man letztendlich den Brückenschlag auf die andere Seite gar nicht umsetzen kann. Und die Brillanz Ihres Entwurfs liegt genau darin, indem man den weiteren Blick und den Fokus auch auf den Kontext stellt. Da kann ich nur als Projektentwickler auf der vis-à-vis liegenden Seite, also Postcheck-Amt, nur sagen, also unser Haus wird sich immer bemühen, ihrer Genialität, ihres Entwurfs Rechnung zu tragen und da mitzumachen und diese Dinge, die im städtischen Interesse der Stadt Karlsruhe sind, immer mitzutragen. Das ist eigentlich unsere Intention und also eigentlich unsere Philosophie. Und demzufolge muss es natürlich ökonomisch machbar sein und darstellbar sein, aber dass wir ihre städtebaulichen Intentionen und die von der Stadt unterstützte oder gewünschte Intention Rechnung tragen, ist für uns eine Selbstverständlichkeit und eigentlich der Weg zur erfolgreichen Umsetzung. Das wollte ich noch beitragen. Sehr herzlichen Dank. Das ist doch ein ganz positives Schlusswort für diese zweite Ich bedanke mich im Namen aller beim Büro Max Dudler, Herr Seudan, bei Ihnen und bei Herrn Kottland für die Landschaftsarchitektur und dem ganzen Team. Wir machen jetzt eine Mittagspause von einer knappen Stunde. Wir beginnen bitte pünktlich wieder um 13.30 Uhr und ich freue mich auf die beiden nachfolgenden Präsentationen. Guten Appetit!